Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Abmarsch, Jungs. Blackout, Tag 2, Kaukasus, Russland, Zart und Soap McTavish. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Waffenfreigabe. Fight erledigt! Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten. Sorry, beim ersten habe ich nicht geschaltet. Scorpion nehme ich nicht mit. Was haben wir denn hier? M21 mit Schalli und eine Soap-Mod M4A1. Ein Sniper. Mal wieder aufschließen zu den beiden Jungs. Der Captain Price kommt direkt nach Captain Daydreamer. Da sehe ich einen Schatten. So, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Natürlich. Drücken Sie 6, um eine Claymore zu setzen. Hi! Einer weniger! Ob das gut geklappt hat, weiß ich nicht. Hallo? Hier ist keiner mehr, oder? Ich fehle hier gerade mal wieder am laufenden Band. Er hat noch gelebt. Er ist erledigt. Hi, geile Waffe hast du. Ja, hier schwebt man so ein bisschen. Hier, geil, Alter. Gar nicht verbuggt. Na ja, gut, das Spiel ist aber auch sehr alt. Mache ich keinen Vorwurf. Die Musik dazu finde ich einfach immer so geil. Riechst du das, Gas? Ja. Ja, Kamarov. Da. Wer ist es? Kamarov. Willkommen im neuen Russland, Captain Price. Was ist das Ziel, Kamarov? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Ultranationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Das tun Sie. Wir wissen das noch aus den alten Call of Duty-Teilen. Ja, gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Zeichen hin an. Warum sprichst du so komisch immer? Hier lang. Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Das soll wohl heißen, ich muss als Scharfschütze agieren. Da gehen schon die Raketen wieder hoch. Scharfschützen in Position. Gas, die linke Flanke decken. Verstanden. Decke linke Flanke. Habe ich Feuerfreigabe? Alle Einheiten, Angriff sofort. Alles klar. So, ihr lebt nicht mehr. Schalten Sie die MG-Schütze an den Fenstern aus, damit Kamera aus meiner Sicht. So, die sind weg. Ein für alle Mal Geschichte. Da ist gerade einer unserer Soldaten gefallen. Keine Zeit zum Trauern. Scheiße! Da hinten. Sie haben nicht erwähnt, oh, Collateral. Was? Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor Ihnen schützen. Hier lang. Machen Sie hin, Kamera. Ich will den Informanten. Sie müssen sich für nichts Sorgen machen. Wir ich find's geil, wie der immer die Luft anhält. Und bannen einen weg direkt zu ihrem Informanten. Какой статус? Сколько времени я тебе нужен? Ладно, я буду продолжать останавливать их. Geh langsamer, du Penner. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Ich bin Gas Meinung. Hubschrauber nähern sich schnell.
Ja, hier mal aus der Ferne helfen. Bleib stehen, du Pisser. Den habe ich. Headshot. Oh, Raketenwerfer finde ich gar nicht so lustig. Warum treffe ich den nicht? Ich kann nicht mehr quickscopen, wa? In MW1. Mal wie auch mit der Waffe. Sehe ich den nicht? Ich sehe den nicht. Jetzt soll ich einen Granatwerfer benutzen. Hi, Noobtuber. Aber in der Kampagne ist es ja nicht noobig. Da ist es ja manchmal einfach nur hilfreich. Ich glaube, ich wechsle aber wieder zu meiner Sniper, mit der ich überhaupt nicht umgehen kann anscheinend. Alter, ich wollte gerade sagen, der muss doch tot sein. Alter, jetzt reicht's. Was ist das denn? Tschüss. Meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus. Und unser Informant? Dem läuft die Zeit davon. Genau, was ist mit Nikolai? Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir ihrem Informanten. Oh. Nee, das ist unsere. So, wir helfen hier, wie gesagt, ganz geschickt. Oh, das ist gar nicht unsere. Ich glaube, er ist von uns. Ja, der Prevalent. Tschüss, mein Freund. Obwohl, mein Freund nicht, eher mein Feind. So, da kommen immer mehrere. Sterben aber am laufenden Band hier. Wie viele seid ihr denn, mein Gott? Das gibt's doch nicht. Aber wie immer, die Russen greifen immer mit einer zahlreichen Armee und hoher Gewalt an. Mein Gott, ey, wie viele sind das denn? Habe ich was verpeilt? Dass ich schon wieder wohin muss? Kommen die Intlos? Nee. Machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Na, ja, mach ich doch glatt. Das ist ja hier nur Munitionsverballerung. Ich habe nur noch 4 Schüsse? Nein. 7 oder so. Scheiße. Folgen wir Kamarov. Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen und wir werden siegen, Captain Price. Ich muss Sie... Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Wo ist er? Das Haus... Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setze ich in die Ecke. So, Gas. Endlich, du Penner. Ja, du fette Sau. Jetzt bist du schon wieder müde, ne? Und jetzt erstmal einen abseilen. Das sind unsere Jungs. Aber der da hinten ganz sicher nicht. Ich weiß, jetzt kommt hier eine Vielzahl an Feinden, deshalb will ich hier nicht unbedingt zwingend runter, aber ich muss wohl. Wo sind die denn alle, die ganzen Schweinepriester? Da, der sitzt da in der Ecke, das sieht man gar nicht. Alter, Alter, wo kam das denn jetzt her? Schimpft wieder einer mit seinen verkackten, wie heißt das, Raketenwerfer hier. Mann. Guck mal, wie der da in der Ecke sitzt. Die kannst du kaum sehen. Ich gehe einfach mal hier lang. Ganz gewitzt. Ja, wenn ihr mir alle vor das Gewehr läuft. Weil da habe ich wieder Versprecher for the Wind. Erstmal hier nur so. Nicht die ganze Zeit so Vollgas geben. Alter! Nicht die ganze Zeit Vollgas geben, einfach mal Einzelschüsse, damit der Recoil nicht so groß ist. Also der Widerstand, dieser Rückstoß. Uprise. Alter! Oh. Ah ja, Kacke. Das war natürlich jetzt blöd. Tut mir leid, Prevalent. Gas auf die Rückseite und unterbricht die Stromzufuhr. Alle anderen bereit machen. Naja. Los, Gas, beeil dich. Vielleicht lebt Nikolai noch.
Gas, wieso dauert das so lange? Gib mal Gas. Beim zweiten Mal auch nicht lustiger. Gas, jetzt. Okay, Strom unterbrochen. Los. Nichts wie rein hier. Nachtsichtgerät an. Laser direkt auf mit dabei. Noch wer hier? Wie, Sascha? Ich bin nur hier. Nur du leider nicht mehr. Für dich. Hier heult irgendwer drin und hat Angst. Ich gehe vor. Feinde. Ach, das ist Gas. Nikolai. Erstmal den Raum abchecken. Alles sicher. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Du Drecksau. Das ist nur noch Nikolai. Wer ist es? Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, weil ich kann immer noch kämpfen. Alter. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Bitteschön. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1, over. Bravo 6, Big Bird hier. Wir sind auf dem Weg, Ende. Los geht's, los geht's. So, Nachtsichtgerät wieder aus. Hell genug hier. Nichts wie weg. So, so sieht Nikolai aus. Unser Freund und Helfer. Ab ins Flugzeug und nichts wie weg hier. Der sieht so geil aus mit seinem Nachtsichtgerät auf dem Auge. Haben die Amerikaner schon Al-Assad angegriffen? Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Al-Assad niemals lebend kriegen. SAS, Hope McTavish. USMC, Sergeant Paul Jackson. Marines, unsere Aufklärer glauben, Al-Assad in einem Gebäude am Westrand der Stadt gesehen zu haben. Wir müssen den Randbereich sichern und Al-Assad schnappen. Hurra, dann los. Nichts wie los. Charlie surft nicht. Tag 2, Sergeant Paul Jackson. Die Küste kommt in Sichtweite. Ganz schöne Flotte hier. Wir stehen unter Beschuss. Ja, wir greifen an. Die Ausrüstung gecheckt. Oh ja, sieht da richtig im Kriegszustand aus. Sehr übel. Wir landen erstmal. Alles safe. Jawohl, erstmal abfallen. Und hopp. Ja. Mit mir zum Zielgebäude. Ja, hier kommt Stacheldraht hin. Wir folgen mal Sergeant Lara. Ach, Scheiße. Das sind auch unsere Jungs. Ich folge einfach mal. Da ist auch Lieutenant Vasquez. Eine Sprengladung. Ladung zünden. Ja, dann geh doch mal aus dem Schussfeld. Ich kann doch nicht schießen sonst. Jackson, geh vor. Natürlich. Michael Jackson. Aiming vom Feinsten. La 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 la. Der wollte mir gerade einer reinhauen. Du hässlicher Wichser.
Ja, komm. Wenn sie hier sind. Jackson, wirf eine Blendgranate. Ja, wenn ich mal so gut bin in Blendgranaten werfen. Hier ist nichts. Ja, ich wollte schon gerade sagen, kriegt ihr denn nicht alleine hin? Alter, da war noch einer. Alle sind tot. Nichts wie hoch hier. Wir müssen alle Personen überprüfen und so Al-Assad identifizieren. Hier ist er nicht, Sir. Nein. Kein Zeichen von Al-Assad hier, definitiv Sir. Nicht. Hauptquartier, hier Red Dog. Zielgebäude gesichert, aber kein Al-Assad. Over. Verstanden. Over. Achtung, ich habe eben erfahren, dass Al-Assad einen halben Kilometer östlich von hier aus einer Fernsehstation sendet. Wir gehen zu Fuß hin und erledigen das Paket dort. Bewegung. Los, 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 Jungs. Alter, ich hab mich gar nicht gesehen. Die haben auch alle ihre verkackten roten Mützen. Ah, die hätte mich... Alter! Oh, da werfen direkt zwei auf einmal die Drecksäcke, du. Mein Gott, jetzt reicht auch mal langsam. Ja, tschüss, ey. Oh ja, du kannst aber ganz schön guten Spagat, mein Freund. Harrier-Schlag? Wäre nicht so lustig. Oh ja, hier wird gleich was los sein, wenn die schon alle in Deckung gehen, da hinten. Dich habe ich noch gesehen, du Drecksau. Die kommen von hier. Sonnenfeind. Die haben alle aber auch Raketenwerfer dabei und nicht gerade wenige. Drecksau. Nein! Nichts wie weg. Egal wo ich hingehe, Arschkarte. Boah. Ich sehe nichts. Auch eine Blendgranate werfen. Ja. Schauen wir mal. Ich schätze, man hört hier bestimmt, wie ich auf die Tasten kloppe wie ein Verrückter. Damit ich hier bloß nicht sterbe. Vorsicht mit dem Feuer! Verbündete auf 6 Uhr! Ja. Fände ich persönlich ganz gut, wenn ich nicht in dem Let's Play sterben würde. Und auch generell nicht. Vorsichtig, da ist noch einer. Jetzt ist er weg. Die müssten alle tot sein. Fuck! Die sind erledigt. Ja, ich bewege mich doch schon. Hinlegen, ja. Komm mal, ein Granätchen. Fress mal ein bisschen Blei. Müssten eigentlich alle down sein. Natürlich nicht. Ich schluck ja auch so Granaten immer mal eben so. Ich packe mir eben so eine Tasche, weißt du, und dann passiert da nichts. Ist ja kein Problem. Oh, vorsichtig hier vorgehen. Hier kann man nämlich mal eben leicht sterben, so wie der Kollege hier gerade vor mir. Ja, aber hauptsache noch eine Rakete abfeuern, ne, du Arschgesicht. Tschüss, den nehme ich jetzt an mich. So, mit euren eigenen Waffen schlagen. Bam. Hauptsache er stirbt nicht dran. Alter. Zack. So. Vorsicht mit dem Feuer! Verbündete auf 6 Uhr! Wo sind denn hier Verbündete? Die beiden da? Ja, super. Das ist ja eine riesige Hilfe. Dropshoppen kann ich auch in der Kampagne gut. Fuck. Ach, die ist leer. Scheiße. Hi. Ich glaube, ich muss hier gar nicht lang. Obwohl. Laut Anzeige schon. Ach. Zielgebäude in Sicht. Also hier. Ah. Das TV-Studio. Wo Al-Assad sendet. Gut, in Position zum Stürmen gehen. Wo seid ihr denn, Jungs? Ach, da geht ihr lang. Komm ich mal mit.
Aha, ja. Alles klar.